Moin ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch fantastische Bücherneuheiten vorstellen, die im ersten Halbjahr 2019 erscheinen werden bzw. schon erschienen sind und auf die ich mich ganz besonders freue. Ja, also es gibt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es wird sich hauptsächlich auch auf das Genre Fantastic Fantasy beziehen. Ich habe ja schon mal so eine Videoreihe gehabt, wo ich euch monatlich die Bücherneuheiten in der Fantasy vorgestellt habe. Das wurde mir dann aber irgendwann zu aufwendig und ich musste dann immer einen bestimmten Zeitplan einhalten, sehr, sehr viel schneiden und vorbereiten. Das hat mir dann irgendwann nicht mehr Spaß gemacht und deswegen habe ich damit aufgehört, obwohl ich das immer toll finde, überhaupt bei den Neuerscheinungen natürlich durchzustöbern, was erscheint Neues und ich finde es auch toll, euch das weiterzugeben. Deswegen habe ich überlegt, dass jetzt in einer anderen Formen jetzt doch nochmal durchzuziehen. Und zwar einmal für das erste Halbjahr 2019 und für das zweite Halbjahr 2019 stelle ich euch ausgewählte Bücherneuheiten vor, die ich besonders finde. Also ich bin ja auch eh jemand, ihr wisst es wahrscheinlich schon, der jetzt in dem Fantasy-Genre oder überhaupt generell nach etwas Besonderem sucht, nach besonderen Ideen. Natürlich habe ich aber auch meine Lieblingsautoren oder meine Lieblingsthemen, wo ja vielleicht sich auch wieder was wiederholt. Aber ich will damit sagen, dass ich wirklich hier nur ausgewählte Fantasy-Titel habe oder fantastische Titel, die ich auf die eine oder andere Weise besonders finde und euch jetzt vorstellen möchte. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Fantasy-Neuheiten zu entdecken, wo auch wirklich vollständig und zweite Bände und so weiter alles dabei ist, dann schaut doch gerne mal bei der lieben Julia beim Kanal Leseritter vorbei. Werde ich, wenn ich dran denke, in der Infobox verlinken, weil die macht das tatsächlich monatlich, stellt sie alle Fantasy-Titel, die sie so unter die Finger bekommt, vor. Und das gucke ich mir auch mal sehr gerne an. So, jetzt fangen wir aber an. Ich habe das jetzt chronologisch nach den Erscheinungsterminen geordnet. Es sind, glaube ich, 12, 13 Titel, die ich euch vorstellen möchte, die mir bei den Neuerscheinungen, bei den Verlagsvorschauen ins Auge gesprungen sind und mich angesprungen haben und auf meine Wunschliste gewandert sind. Und wir fangen mit einem Titel an, der jetzt im Januar bereits erschienen ist. Ja, das erste Halbjahr 2019 ist ja auch schon angebrochen und dieses Buch befindet sich auch schon in meinem Besitz und ich habe es schon gelesen. Ich habe es euch auch schon im letzten Video gezeigt bei meinen Neuzugängen und zwar Die Gabel, die Hexe und der Wurm, Geschichten aus Alagesia, Band 1, Eragon und zwar von Christopher Paolini. Ja, einer meiner Lieblings-High-Fantasy-Drachenreihen ist Eragon seit der Jugend, seit der Kindheit. Und ich freue mich sehr, dass da was Neues rausgekommen ist. Und zwar ist es das sozusagen ein Sequel. Wir treffen auf Eragon ein Jahr später nach der Handlung des letzten Teils. Und ja, es gibt halt diese Rahmenhandlung, wo wir auf Eragon treffen, wie jetzt so sein Alltag aussieht. Und darin sind eben drei Kurzgeschichten, drei Kurznovellen aus Alagesia eingewoben. Ich hätte natürlich lieber einen Roman gehabt, aber ich freue mich trotzdem mehr zu hören und es heißt ja hier Band 1 Eragon, deswegen werden wahrscheinlich noch mehr Kurzgeschichten kommen. Ich würde mich wie gesagt freuen über eine ganz neue Reihe, aber ich habe es gelesen und mir hat es auch gut gefallen. Ihr werdet es aber in der Rezension denn genauer hören, was mir gut gefallen hat und was mir vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Ja, das ist am 21.01. erschienen und dann kommen wir am 23.01. zu einer weiteren Neuheit, die mich sehr angesprochen hat. Und zwar ist das Der Atem einer anderen Welt von Shannon Maguire. Ja, bei diesem Buch hatte der Autor die tolle Idee zu überlegen, was passiert eigentlich mit den Kindern, mit den Helden, die eine neue fantastische Welt gefunden haben in der Literatur, die wir jetzt zum Beispiel kennen, Narnia, Harry Potter und so weiter. Aber was passiert, wenn sie wieder zu Hause angekommen sind und ihr Abenteuer gehabt haben? Was ist dann mit denen? Und wir haben hier ein Haus für Kinder auf Abwägen und dort treffen wir halt auf mehrere solcher Kinder, die ihr großes, fantastisches Abenteuer wohl schon gehabt haben
und wie sie jetzt damit leben und vielleicht doch noch weitere Abenteuer erleben werden. Wir werden es erfahren. Es sind wohl auch drei Kurznovellen, die jetzt zusammen in diesen Band eingefasst worden sind. Das muss man wohl wissen, dass es kein durchgängiger Roman ist, aber es soll wohl echt toll sein. Die liebe Steffi vom Kanal Lady of the Books hatte schon gelesen, glaube ich, und sie war wirklich auch von der Idee sehr angetan, aber auch von der Umsetzung. Auch wenn ich glaube, das hatte sie auch gesagt, dass sie das auch schade fand, dass es nur Kurznovellen sind und dass diese tolle Idee eigentlich auch mehr Platz verdient hätte. So geht es mir ähnlich. Ich glaube, obwohl ich es noch nicht gelesen habe, glaube ich, dass ich das toll finden würde, wenn es ein bisschen ausgereifter die Idee ist und ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Trotzdem kann ich da im Grunde ja noch gar nichts zu sagen und finde jetzt im Vorhinein einfach die Idee toll. Ja, es soll wohl auch so ein bisschen düster sein und finde ich richtig klasse. Hier steht dann auch in der Beschreibung für Fans von Ransom Riggs. Ja, also wirklich eine mega Idee und ich bin gespannt, da mehr drüber zu hören, wenn noch mehr Leute das gelesen haben. Am 1.2. erscheint Blutgesang von Julia Lange. Ja, in diesem Buch gelangen wir in die Stadt Medea, in der Menschen und ein musikalisch begabtes Volk nebeneinander friedlich leben können, seitdem die Drachen ausgestorben sind. Allerdings müssen die Drachen, die ehemaligen Drachenjäger, jetzt für Ordnung sorgen, denn es gibt einen Fluch oder eine Krankheit, die um sich greift, wo die betroffenen Menschen in Wutausbrüche geraten und diese, ja, werden dann halt eingesperrt, gefangen und eingesperrt. Und wir begegnen einen jungen Mann, dem dieses genau passiert ist, scheinbar, und er wird nun gejagt und auf seiner Flucht begleitet ihn oder er trifft er auf eine junge Frau. Ich weiß nicht, ob man das in diesem Volk auch Frau nennt, jedenfalls eine weibliche Ausgabe des musikalisch begabten Volkes. Und was mich hier so angesprochen hat oder wo ich ja große Hoffnung habe, dass vielleicht Magie und Musik irgendwie so ein bisschen zusammengebracht wird. Also dass dieses musikalisch begabte Volk, das scheint ja ein ausgedachtes Volk zu sein von der Autorin und dass die vielleicht mithilfe von Musik Magie wirken können. Also so habe ich das irgendwie im Gespür, obwohl das ja hier gar nicht dabei steht, aber so, weil ja auch das Cover so ein bisschen mit einer Harfe und so ein bisschen fantastisch anmutet. Vielleicht ist das irgendwie eine, ja, eine tolle Verbindung dazwischen. Und da fand ich die Idee ganz toll. Ansonsten sind da ja natürlich auch bekannte Ideen mit drin. Aber ich finde, das klingt auf jeden Fall spannend. Am 1.3. erscheint Black Forest High von Nina McKay. In diesem Buch spielt wieder eine magische Schule eine Rolle. Diesmal ist es aber keine Schule für Zauberer oder Magier, sondern für Geisterjäger und Exorzisten und ähnliches. Und unsere junge Protagonistin kommt auch auf diese Schule, aber in dieser Schule ist nicht alles so korrekt. Irgendwas scheint da seltsam zu laufen. Es gibt eine mysteriöse Arbeitsgruppe, es gibt Poltergeister, die sie verfolgen und nerven, weil ihre Schwester wohl gestorben ist und alle Poltergeister, die sie gekannt haben oder die sie kennen, flüstern von ihr und es verschwinden seltsamerweise auch Schüler. Also es scheint so ein bisschen mysteriös, dunkel und düster zu sein, aber auch sehr lustig, also so wie ich das im klappenden Text vernommen habe. Und es gibt wohl auch eine Prophezeiung, wo eine Heldin im Vordergrund steht und ja, es wird gefragt, was machst du oder was passiert, wenn die Heldin, die eigentlich, der eigentlich prophezeit wird, die Heldin zu sein, stirbt und du jetzt an ihrer Stelle stehst. Ja, ich finde das interessant. Ich mag ja immer sehr, sehr gerne so Magier, magische Schulen und wo man dann ausgebildet wird in Magie, weil man halt dadurch so viel auch über das Magiesystem dieser neuen anderen Welt erfährt. Und in diesem Falle ist das ja eher Geisterjäger. Geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Lockwood und Co. Es könnte natürlich auch so ein bisschen abdriften in dieses Teenie-Highschool,
Da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich fand diese Idee für Geisterjäger und Exorzisten eigentlich ganz toll. Mag dieses düstere, morbide Thema ja auch mal sehr, sehr gerne, besonders wenn das auch noch mit Funken Humor übernommen wird und gemischt wird. Und deswegen ist das hier auf dieser Liste bei mir gelandet. Ebenfalls am 1.3. wird Zirkus der Einhörner von Fabienne Siegmund erscheinen. Der Zirkus der Einhörner zieht in ein Land umher, das von Hass und Krieg zerrüttet ist und dadurch es nicht sehr schwer hat. Das Mädchen, was in diesem Zirkus mit umher wandert, kann keine Gefühle spüren, kein Hass, aber auch keine Liebe. Und sie begegnet auf einen jungen Mann, der irgendwann in diesen Zirkus kommt, der ein menschliches Herz in den Händen tragen soll und nur sie kann ihm weiterhelfen. Ja, einerseits finde ich diesen Klappentext, was ich aus diesem Klappentext hervorhebe, so ein bisschen ja, klischeehaft und vielleicht auch etwas kitschig, könnte in diese kitschige Art abdriften, aber von Fabienne Siegmund habe ich schon einiges gelesen. Und sie trifft eigentlich meistens genau meinen Geschmack von den Ideen her. Ich finde diese Mischung aus Zirkus, Krieg und Einhörnern halt wieder sehr, sehr spannend. Sind halt auch wieder Themen, die mich einfach catchen. Es könnte natürlich jetzt eine kitschige Liebesgeschichte zwischen diesem Mädel und diesem jungen Mann entstehen. Aber durch den Krieg vielleicht wird das doch noch ein bisschen interessanter und es soll wohl auch sehr melancholische Stimmung da sein. Aber ich habe von Fabienne Siegmund den Karussellkönig gelesen. Ich glaube, es hieß so. Und das fand ich einfach grandios. Sehr märchenhaft, sehr düster, sehr symbolisch, melancholisch, genau mein Ding. Und ich hoffe, dass es vielleicht so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Und das Cover gefällt mir leider nicht so, aber es geht ja auch um den Inhalt hauptsächlich. Und deswegen habe ich mir das auf die Wunschliste gepackt. Ich habe von Fabienne Siegmund auch noch einiges auf der Wunschliste, weil ich einfach ihren märchenhaften, düsteren, ja, ihre Ideen und ihren Schreibstil auch sehr mag, der eben sehr symbolisch und poetisch irgendwie auch ist. Am 11.3. erscheint Die Verlobten des Winters, der erste Band der Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabot. Dieses Buch hat alleine schon deswegen meine Aufmerksamkeit bekommen, weil es in einem Verlag erscheint, was eigentlich keine fantastische Literatur herausgibt. Also man kennt ja so die typischen fantastischen Verlage, beziehungsweise man sieht es, von welchen Verlagen man sehr, sehr viele Fantasy-Bücher im Regal hat. Und der Inselverlag bringt eigentlich keine Fantasy-Titel raus. Und es ist halt auch ein sehr, sehr besonderes Cover. Und ich finde auch sehr, sehr viele besondere Ideen haben wir hier enthalten. Und zwar geht es um ein Mädchen, das zwei bestimmte Gaben hat. Zum einen kann sie die Vergangenheit von bestimmten Gegenständen sehen und sie kann durch Spiegel reisen. Sie lebt in ein Land von verschiedenen, also irgendwie stelle ich mir das vor, mit Archen, also auf verschiedenen Schiffen, die zusammengebaut sind irgendwie und die durch die Lüfte fliegen. So habe ich es mir jetzt gerade vorgestellt nach dem Klappentext. Und ja, nun wird ihr mitgeteilt, dass sie verheiratet werden soll mit einem jungen Mann, der Herrscher der Drachen oder so ähnlich. Sie weiß aber nicht genau, warum das passiert und weiß nicht genau, was sie erwartet. Auch hier finde ich die ganzen Ideen, diese kleinen tollen Ideen und eben, dass es im Inselverlag erscheint und da auch eher so literarische Sachen erscheinen. Bin ich sehr, sehr gespannt, was dabei herauskommt. Ich hoffe auch hier, dass es nicht zu sehr in diese Liebesgeschichte abdriftet. Ich glaube allerdings nicht, dass das nur der Fall ist, eben weil es in diesem Verlag erschienen ist. Und ich glaube nicht, dass es nur eine Oberfläche Kitschgeschichte ist. Es kommt auch im französischen Bereich. Ja, auch da habe ich, glaube ich, noch nichts gelesen im Fantasy-Bereich, glaube ich, was Französisches. Und ja, da wäre ich sehr, sehr gespannt. Und das ist wohl auch der erste Band der Spiegelreisenden-Reihe. Also wird weiter fortgesetzt. Und ja, es ist auf jeden Fall wieder was Besonderes, wo ich halt hoffe, dass es nicht zu sehr Fokus auf diese Liebesgeschichte gerichtet wird. Am 13.3. erscheint Die Töchter von Ilian von Jenny Mai Nguyen.
Jenny Mainouyen ist mir ein Begriff aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Da habe ich einige Titel von ihr gelesen, zum Beispiel Nijura oder Das Drachentor. Und das waren immer High-Fantasy-Titel, oder das waren jetzt in diesem Fall High-Fantasy-Titel, die auch Einzelbände waren, was mir immer sehr, sehr gut gefallen hat, weil in diesem Genre gibt es das eigentlich kaum. Ja, und jetzt bringt sie halt ein weiteren High-Fantasy-Titel hier raus, der aber wohl ein bisschen für eine ältere Generation ist. Die anderen waren ja eher so für Jugendliche gedacht und jetzt geht es dann doch mehr ins Eingebrachte. Und hier finde ich, alleine die Autorin hat mich dann angesprochen und dass es High-Fantasy ist, aber eben auch die Idee dahinter. Es ist wohl eine epische High-Fantasy-Welt mit Elfen, Zwergen und Menschen. Aber wir haben hier halt vier magische Artefakte, die über das Schicksal der Welt bestimmen können und mit denen halt geherrscht, regiert werden können. Und je länger diese Artefakte behalten werden von einer Person, dann nimmt die Kraft, die Magie ab. Aber sobald sie verschenkt werden, wird die Magie sozusagen erneuert. Und das sind diese vier Artefakte: ein Becher, um die Vergangenheit zu bewahren, eine Flöte, um mit Tieren zu sprechen, ein Spiegel, um sich selbst zu erkennen und eine Sternenscheibe, um die Zukunft zu sehen. Ja, und diese magischen Artefakte sind jedoch jetzt verschollen, denn die alten weisen Frauen, die damit lange Zeit friedlich und gut regiert haben, sind wohl jetzt irgendwie auch geflüchtet und jetzt gibt es Kriegsfürsten, die über die Menschen, Zwerge und Elfe regieren. Ja, ich finde, alleine durch diese magischen Artefakte macht es das was zu etwas Besonderem. Das andere ist natürlich nicht neu, aber da ich die Autorin auch sehr mag und ich weiß jetzt nicht, ob das hier Teil 1 ist oder auch wieder ein Einzelband, es würde mich freuen, wenn es ein Einzelband ist. Ich gucke mal eben, wie viele Seiten es hat. Ja, es hat 656 Seiten. Da kann man durchaus eine High-Fantasy-Welt entwerfen und auch abschließen. Obwohl ich ja auch nichts gegen Reihen habe in dem Sinne. Aber es ist doch ab und zu mal erfrischend, wenn wir mal ein Einzelband in der High-Fantasy haben. Ebenfalls am 13.03. erscheint Land of Stories, die Suche nach dem Wunschzauber von Chris Colfer. Land of Stories ist eine Kinderbuchreihe ab 10 Jahren empfohlen, die jetzt eben im März erscheinen wird, beziehungsweise der erste Teil davon. Und ich weiß, dass hier von Phils Osophie sehr geschwärmt hat. Und mich hat dieses Thema der Märchen und das Thema Buch im Buch wieder sehr, sehr angesprochen. Hier geht es um zwei Geschwister, die zu ihrem Geburtstag, ich glaube, es sind sogar Zwillinge, ein altes Märchenbuch geschenkt bekommen und sie werden in dieses Buch hineingesogen und es ist halt voller Märchen, wie man sie kennt. Allerdings haben die Märchen jetzt, wo sie erzählt sind lange, lange Zeit halt ungelesen sind, ihre eigenen Marotten entwickelt und so bekommen die Zwillinge große Probleme und es ist nicht alles so, wie es scheint. Es gibt Feen und Elfen, sehr, sehr liebenswürdige Geschöpfe, aber eben auch böse Wolfsrudel. Und sie müssen jetzt irgendwie wieder zurückfinden in ihr Zuhause. Sie finden ein altes Tagebuch, dort soll die Lösung stehen. Ja, und wie das weitergeht, wird man dann in dieser Reihe erfahren. Ich finde das zum einen das Cover wunderschön. Es wirkt sehr, sehr fantasievoll, sehr bunt und sehr rasant. Und so liest sich, finde ich, auch der Klappentext. Und ich mag sowieso sehr gerne Märchen. Und wenn die anders noch so ein bisschen interpretiert werden und ja, dieser Satz, dass diese Märchen ihre Marotten gebildet haben, der hat mich einfach gekriegt und gecatcht. Und deswegen ist das auf meine Wunschliste für 2019 gewandert. Am 25.03. erscheint das Buch, worauf ich mich wohl mit am meisten in 2019 freue. Und zwar ist das Der Bücherdrache von Walter Mörs.
Hier dreht es sich um die Legende des Bücherdrachens. Und zwar soll der Bücherdrache die Belesenheit in Person sein, auf jede Frage eine Antwort haben und selbst sogar aus Büchern bestehen. Die Buchlinge, um die es sich hier dreht, wissen allerdings nicht, ob er wirklich existiert, denn niemand hat ihn bisher gesehen. Bei einer Mutprobe soll jedenfalls ein ganz bestimmter Buchling ihn suchen und auf sein Abenteuer begegnet er halt sehr, sehr vielen Gefahren. Der Buchling heißt Mythenmetz 2. Er ist benannt nach den sehr, sehr bekannten, berühmten Schriftsteller Zamoniens. Und er macht sich eben auf den Weg, diesen Bücherdrachen zu finden. Ja, was sich dabei denn herausstellt und was er vielleicht fragen wird, da werden wir dann sehen. Ich finde diese Kombi wieder ganz, ganz toll. Wir werden natürlich wieder in die Katakomben von Buchheim eintauchen, die wir ja schon in die Stadt der träumenden Bücher gefunden haben bzw. kennengelernt haben. Und das ist ja auch mit eines meiner Lieblingsbücher von Walter Mörs, obwohl ich sie ja eigentlich alle toll finde. Aber wenn dann auch dieses Bücherthema noch mit eingespielt wird, dann schlägt mein Herz höher. Was ich allerdings wieder sehr, sehr schade finde, ist, dass es eine sehr, sehr kurze Novelle wieder ist. Mit knapp 200 Seiten kann man es eigentlich nicht Roman nennen. Ich hätte gerne wieder eine Neuheit von Walter Mörs mit einem richtigen Roman. Dennoch sind 200 Seiten immerhin was, also man kann daraus eine tolle Kurzgeschichte machen und ich freue mich, die Buchlinge wieder zu treffen und diese Legende des Bücherdrachens kennenzulernen. Und ich denke mal, dass Walter Mörs hier wieder ganz, ganz viele tolle Anspielungen auf Bücher und buchartige Themen reingebracht hat. Und ja, da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Am 31.03. erscheint dann Jatlov Pass, die Rückkehr zum Berg des Todes von J.H. Moncrief. Dieses Buch gehört eher in die Sparte Horror, was man wahrscheinlich zum einen an dem Cover sehr gut sehen konnte und daran, dass es im Lucifer Verlag erscheinen wird. Und ihr habt ja wahrscheinlich in meinem letzten Video oder vielleicht in meinem letzten Video gesehen, dass ich zum Thema Dyatlov Pass schon dort ein Sachbuch mir angefragt habe und in die Kamera gehalten habe. Denn hierbei dreht es sich um den Ort, also der Dyatlov Pass, wo damals 1959 russische Studenten verschwunden sind und irgendwann hat man ihre Leichen gefunden, verstümmelt und sehr, sehr auf sehr mysteriöse Art und Weise müssen die zu Tode gekommen sein. Damals wollten sie da halt nur wandern und Skifahren. Ja, und man weiß einfach nicht, was genau da passiert ist. Die Akten wurden lange, lange unter Verschluss gehalten. Jetzt, letztes Jahr, wurden sie endlich freigegeben. Deswegen ist auch ein Buch dazu erschienen, was ich mir angefragt habe. Und dieser Roman hier basiert halt eben auf dieser Legende. Und hier ist halt die Moderatorin eines Podcasts zu unserer heutigen Zeit, möchte sie einfach sehr, sehr gerne dieses Rätsel auflösen und sie kehrt mit einem, mit einer Gruppe von Leuten, von Wissenschaftlern und so weiter in dieses Gebirge zurück und möchte halt gerne aufklären, was damals passiert ist. Aber bevor sie dazu kommt, verschwinden schon Leute und werden auch da bestialisch irgendwie verstümmelt. Viele sagen, es wäre der Yeti, was halt schon damals irgendwie gesagt wurde oder damals schon rumging, dass wahrscheinlich der Yeti dafür verantwortlich wäre. Aber es könnte natürlich auch noch irgendwas anderes sein und ob sie das herausfinden, das werden wir dann in diesem Roman erfahren. Ich hoffe nicht, dass es einfach nur der Yeti ist, weil dann hätte man ja die Lösung hier schon irgendwie aufgedeckt. Ich bin gespannt, was die Autorin sich hier ausgedacht hat, was für eine Lösung. Ich weiß natürlich, dass das fantastisch ist und kann das sehr gut auseinanderhalten, aber wenn man es von dieser Legende was gehört hat, was ja auf einer wahren Begebenheit beruht und ich das Sachbuch gelesen habe, dann macht das vielleicht noch mehr von dieser Atmosphäre aus und wird vielleicht ein toller, gruseliger, eisiger Horrorroman. Jetzt machen wir einen großen Sprung, denn was ich euch vorher alles gezeigt habe, vorgestellt habe, ist entweder im Februar oder März erschienen und jetzt überspringen wir den April und landen im Mai am 13.05. Da erscheint Tief im Wald von Peter Nell von Arsdale.
Hier hat mich zunächst sofort das Cover gecatcht. Ich finde das wunderschön. Das sieht so düster, magisch, mystisch aus. Und ich finde es einfach sehr, sehr cool gemacht, wie aus diesem Baumstamm auf einmal eine Frau erwächst. Und dieser Wald hat natürlich auch inhaltlich etwas mit der Story zu tun. Wir treffen hier auf eine junge Frau, die in einem Dorf lebt, in der Nähe von dem Wald, und dort gibt es die Seelenfresser, die die Dörfer überfallen, und eines Tages ist auch das Dorf von unserer Protagonistin dran und alle Erwachsenen sterben. Sie müssen denn ja in ein nächstes Dorf und dort ihr Dasein fristen, und ja, unsere Protagonistin merkt aber, dass sie seltsamerweise mit diesen Biestern, mit diesen Ungeheuern, den Seelenfressern, innerlich verbunden ist und dass sie selbst eine Gabe hat. Und das macht ihr natürlich Angst, und sie flieht irgendwann, oder es steht halt, dass sie aufbricht in den Wald, um ihre Bestimmung zu finden, weil ihre Gabe sich immer mehr entwickelt. Ich finde hier spannend, dass hier so ein bisschen Gut und Böse scheinbar sich ein bisschen überlappt, dass wir eigentlich von vornherein denken, die Seelenfresser sind die Bösen, die alle überfallen, aber scheinbar ist unsere Protagonistin ja damit verbunden. Also ist entweder unsere Protagonistin irgendwann auch böse, oder es gibt einen guten Grund, warum diese Seelenfresser immer die Dörfer überfallen und warum gerade immer nur die Erwachsenen. Und was hat es mit dem Biest auf sich, was gefürchtet wird und was gefürchtet wird und im Wald lebt. Ich finde das immer sehr cool, wenn der Wald irgendwie ein ja, Schauplatz ist mit in magischen, fantastischen Werken, und da kann man einiges machen, atmosphärisch auch. Und deswegen, ja, in Kombination mit diesem genialen Cover musste das einfach hier auf diese Liste wandern. Und der letzte Titel, den ich mir rausgepickt habe für diese Liste, erscheint am 3.6. und heißt Das Schwert der Totengöttin von Katharina von Hadera. Dieses Buch ist der erste Teil einer Dark Fantasy-Reihe, in der wir eine Welt kennenlernen, die von Untoten geplagt wird. Denn die Toten steigen wieder aus ihren Gräbern und befallen die Lebenden. Ja, und wir lernen hier wohl einen Soldaten kennen, der strafversetzt wird in ein, ja, Umland, und er muss jetzt halt die Bewohner dort beschützen vor diesen Untoten, und er bekommt Hilfe von einer Kräuterhexe, von einer Kräuterfrau, die halt alle als Hexe ansehen, weil sie immer, wenn die Untoten aus dem Boden kommen, heraufkommen, immer vor Ort ist, und sie wird bald beschuldigt, dass sie irgendwas damit zu tun hat. Aber sie ist eigentlich Alchemistin und kann halt helfen, diese Untoten in Schach zu halten. Und nur deswegen ist sie immer vor Ort. Aber diese beiden Protagonisten wissen nicht, dass die Untoten ja eigentlich gar nicht ihre größten Feinde sind. Und was dabei rumkommt, das werden wir dann hier erfahren. Es soll eine sehr, sehr spannende Welt sein, die hier erschaffen wird, mit sehr ambivalenten Charakteren. Was bedeutet, dass sie nicht schwarz-weiß gezeichnet sind und dass sie viele Facetten irgendwie in sich tragen, was ich ganz toll finde. Natürlich kann ein Verlag vieles auf den Klappentext schreiben, muss noch lange nicht wahr sein, aber ich glaube dem einfach mal und bin jetzt dieser Werbestrategie zum Opfer gefallen und freue mich auf dieses Buch, wenn ich es denn irgendwann lesen werde. Ich weiß nicht, ob ich es mir sofort kaufen würde, aber das spricht mich sehr an. Auch vom Cover finde ich es toll. Es sieht schön aus und trotzdem düster, und ich finde, so ein bisschen über Alchemie zu erfahren, finde ich toll. Die Reihe heißt wohl auch irgendwie Black Alchemy. Und ja, ich bin gespannt, was wir hier alles erfahren und ob es über, ja, über die Untoten noch irgendwas darüber hinaus, ich denke mal schon, dass sich da noch irgendwas verbirgt, weil sonst, das ist natürlich auch nicht neu, dass die Toten auferstehen und die Lebendigen ja, angreifen. Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. Das waren jetzt auch alle Neuerscheinungen, die ich für das erste Halbjahr 2019 rausgesucht habe. Einige Bücher habe ich schon entdeckt, die im zweiten Halbjahr 2019 rauskommen sollen und mich sehr ansprechen. Die habe ich jetzt aber nicht mit reingenommen. Ich habe mich wirklich nur auf die ersten 6 Monate konzentriert. Natürlich kommen da noch sehr, sehr viele andere Fantasy-Neuerscheinungen, aber ich habe jetzt nun wirklich darauf geachtet, dass es mich wirklich catcht und anspricht, weil ich habe ja schon in meinem Fazit 2009, nee, 2018 gesagt, dass mich leider viele Fantasy-Neuerscheinungen doch ein bisschen
ja, enttäuschen, weil sie immer wieder das Gleiche abspulen. Und es kann natürlich der Klappentext nicht für das gesamte Buch sprechen, aber viele Klappentexte sprechen mich einfach nicht an, weil hier die zündende Idee fehlt und wie gesagt, irgendwie immer das Gleiche abgespult wird. Und einige High-Fantasy-Titel, die ich dann auch gelesen habe, haben mich dann ebenfalls enttäuscht. Aber ich möchte dieses Genre weiterhin lesen und lieben, weil ich einfach so viele Lieblingsbücher aus diesem Genre habe und ich einfach auch sehr gerne in diesen Themen bleiben möchte. Und deswegen habe ich halt gesucht und auch vieles gefunden, wie ich finde, was mich sehr anspricht und auch besondere Ideen hat und sehr, sehr viel ja, Potenzial bereithält, wie ich finde. Aber vielleicht ist mir auch irgendwas unter die Finger weggerutscht, na, wie heißt dieses Sprichwort? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr sagt, Ramona, es gibt dieses eine Fantasy-Buch, das erscheint auch im ersten Halbjahr 2019 und das hat so viel besondere Sachen, dann schreibt mir das in die Kommentare, weil es gibt ja mittlerweile so viele kleine Self-Publisher oder kleine Verlage, die man vielleicht auch schnell übersieht. Und deswegen finde ich es toll, wenn ihr mir das auch in die Kommentare schreibt, wenn es da was Besonderes gibt und ja, was mich ansprechen könnte oder was vielleicht auch andere Zuschauer ansprechen könnte, dann können wir uns ja gerne so ein bisschen austauschen. Ja, und es wird natürlich auch ein Video geben für das zweite Halbjahr 2019. Das werde ich aber irgendwann im Sommer, dann denke ich mal, oder im späten Frühjahr dann hochladen. Ich freue mich jetzt, so viele fantastische Titel dann doch gefunden zu haben, die mich ansprechen, was natürlich nicht so zuträglich ist für meinen Kaufrausch. Aber die habe ich ja jetzt erstmal nur auf die Wunschliste gepackt und sind noch nicht bestellt. Daher ist das schon in Ordnung. Die Wunschliste darf gerne bis ins Unendliche erwachsen. Das stört mich überhaupt nicht. Ich liebe es da immer wieder drauf zu stöbern und zu gucken, was ich mir irgendwann mal darauf gesetzt habe und vielleicht dann irgendwann mal mir gönnen kann. Ja, jetzt freue ich mich, wenn ihr mir einen Kommentar dalässt, ob es euch auch irgendwas davon angesprochen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, habt eine schöne, lesereiche Zeit. Ciao, ciao!